Hey Leute, willkommen zurück zu Vampire. Wir machen weiter im Sithitentempel. Mittlerweile Ebene 3. Hoppala. Da schießen sie wieder auf mich. Lass das mal bitte sein. So, wunderbar. Ich habe ein bisschen was gemacht. Ich habe jetzt Lilly ein paar Disziplin-Sachen gekauft, dass sie weniger Blut verbraucht. Oh, und Pick ist infiziert. Ich habe ihm aus Versehen schlechtes Blut gegeben. Das fand er nicht so toll. Nun ja, ich hoffe einfach mal, dass das jetzt besser läuft mit den beiden hier. Oh nein, hör doch auf mit diesem Furchtmist. Oh nein. Au. Das ist nicht mehr lustig. Nicht mehr lustig mit diesen blöden Granatwerfern, ne? So, wie lange hält denn diese Krankheit? Hoppala. Oh ne, nicht schon wieder. Ah, komm schon. Das ist so nervig. Stirb! Stand thy ground. Ja, ich stelle jetzt mal auf neutral. Ah, ich muss wieder speichern und laden. Der nimmt wieder alles nicht selbstständig auf, der liebe Christoph. So, jetzt aber. Sag mal, bist du bald mal deine Krankheit los? Ist ja unglaublich. Alles wegmetzeln jetzt. Oh Gott. Ach, das sind solche Pfahlwerfer, die haben. Ich dachte immer, die schlagen mich mit diesen Pfählen, aber die schießen die. So. Ja, ich muss so ein bisschen nachtanken mit den Jungs oder mit dem Jungen und dem Mädel. Diese scheiß Krankheit, wann ist die denn weg? Das gibt es doch nicht. Oh, eine Kettensäge. Was zur Hölle? Ist die... Okay. Alter Schwede. Okay, nämlich hat man eine Kettensäge. Warum nicht? Warum nicht? Oh nein. Und nicht schon wieder. Maledeite. Nein, ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder dieses Auge der Furcht. Oha. Und schon wieder. Ja, drück mal ein bisschen, genau. Okay, da hat ihn einfach ausgelutscht. Sehr cool. So mag ich das, Pink. So sollst du bitte agieren hier. So ein doofer Ring, aber... denke ich doch auch gerne ein. Alter Schwede, ich hätte... Okay. Die ist ganz schön laut. Und Lilly macht einen guten Job. Oi. Die macht einen guten Job mit ihrem Feuer, finde ich. Können sie gerne so weiter behalten. Alter Schwede, wie er sie einfach mal zersägt. Mit der Kettensäge. Fiese Waffe. Der Tempel Stufe 4 schon. So. Wie viele Stufen gibt's denn hier noch? Oh. Oh,
Och nee. Ja, dieser bescheuerte Blick. So. Passt doch. Kettensäge, sag mal, was für eine Waffe das ist. Oh, Pink, also langsam reicht's mal, komm. Wie lange willst du denn noch den Kranken spielen hier? Oh nein! Kann ich eigentlich auch töten, damit sie mit dem Vitera aussaugt? Geht das denn? Würde mich jetzt auch mal interessieren. Denkt sie noch? Nö. Ich dachte, das wäre wieder ein Bug, dass sie irgendwie die Animation abbricht. Hä? Hallo? Ich komme mal weiter. Nö, sie hört wohl nicht auf. Also, sie hört wohl einfach auf. Warum auch immer. Ich glaube, der wird jetzt die Krankheit so lange haben, dass... weiß ja auch nicht. Was passiert denn? Warum geht das nicht weg mit der Krankheit von Pink? So, nochmal speichern, weil da vorne sieht es irgendwie aus, als würde da Cleopatra stehen. Nicht schon wieder. Dieser dumme, blöde Blick, der es sieht. Ja, ich habe ihn immer noch. Klar. Sehr gut. Gut, okay, jetzt geht's wohl wirklich ans Eingemachte hier unten. Oh, da gibt's noch ein paar Steinchen. Mal sehen, was sie zu sagen hat. Wahrscheinlich sagt sie auch, haha, Christoph, du bist doof. Aneska ist schon lange nicht mehr hier. Wie immer. Ungrateful child! I hate you! I hope they kill you! Ja. Nay. Tell us of thy shipping routes and free Lily of the bonds of blood. Then we shall part in peace. No! No peace with the Setites. We kill them. Quiet, Lummox. Where do you come from, little one? You sound ancient, yet you look so young. So young and so foolish. I give nothing, and you have yet to pay for killing my worship. Ach, na gut, wenn du meinst. So, du kriegst ja. Das ist so gewollt. Das war einfach. Oha. Ja, der Eiskäfig eben. Sam, she's not dead. What dost thou mean? She is as dead as any canine I have destroyed. Pink is right. I still feel the tug of the blood bond. She can't be killed because she's got no heart. A lot of these damned snakes do that. They rip out their hearts and stuff them in a jug someplace safe. Then we must find Lucretia's heart.
Mayhap we can bargain with it to secure the knowledge of the Prague shipments. Lucretia leaves the brothel a lot to go to a secret haven. I don't know where it is, but I've heard the guards talking about escorting her to the tower. What tower? The Bleeding Tower of London? I think so. Ja, super. Oh, Verfall. Ach, das hatten wir ja schon. Wirkt schwer heilbaren Schaden beim Opfer. 60 Menschlichkeit. Habe ich doch. 25 Intelligenz habe ich. Warum kann ich das nicht einsetzen? 25 Intelligenz und 60 Menschlichkeit. Ach nein, maximal. Aha. Na, das habe ich leider nicht. Da bin ich drüber. Ah, ich warte noch ein bisschen. Nebelgestalt oder Tiergestalt. Nee, das ist, glaube ich, nicht so toll. Majestät vielleicht, hä? Ja, das ist doch ein guter Skill, würde ich mal sagen. Und sie ist eine Anzilla schon. Uiuiui, das geht ja... Das ging ja fix bei ihr. So, ich würde sagen, mehr brauchen wir nicht. Oi! So, machen wir Majestät mal rein. Die hat die Blutheilung und so weiter, ist schon alles richtig. So. Alles klaro. Auch jetzt hör doch mal auf, Pink. Ist hier kein Weg in den Abgrund? Achso, da muss ich jetzt erstmal ein Stück rauslaufen. Wahrscheinlich kommt da eine Sequenz. Wurde ich jetzt einfach mal ganz stark. Aber hier gibt es ja sonst nichts mehr zu tun, ha? Ne? Na, irgendwie passiert hier gerade nichts. Ach, hier kann ich wieder gehen. Na gut. So. Oh, jetzt hört er mal auf, Pink. Jetzt mal rumjammern wegen seiner Krankheit. Kriegt die ganze Zeit Schaden. What? What do you want? Oh, ein Nachtsichtgerät. Alles klar. Ach, guck mal hier. Na. Oh, endlich ist mal Schluss mit diesem. Oi! Okay, schärft die visuellen Sinne. Warum auch nicht, ne? Warum auch nicht? What? What do you want? Ah, das nehmen wir alles. Weg. Hautenge Rüstung. Oha! 45, 80, 25. Motorradhelm. Ja. Chemische Granate. Ist ja geil. Bin ich Blade, Kinder. Get lost! Ich bin Blade. Da. Ja, du musst halt nochmal ran, Kumpel. What? What do you want? Okay, da brauche ich ja noch die Muni. Get lost! Hoppala. Hallo? Bin ja schon aus dem Inventar, wahrscheinlich geht's deswegen nicht. Buch der Verdunkelung. Ja, kann ich nicht. Lilly kann's lernen, super. Finden Sie das Herz der Lucretia und die Lieferung, darüber muss ich auch mehr rausfinden. Ja, super Sache. Und ich brauche ein bisschen Blut. Aber der Tower of London, der ist hier unten. Das Ding ist nur, ich muss noch mal ein paar Sachen einkaufen. Also auf jeden Fall brauche ich noch einen Weg des Abgrunds, definitiv. So, kriegst du eine. Du hast schon welche. Und du brauchst noch eine. Sehr gut. Zwei Rollen des Erweckens, das reicht wohl. Jetzt geh doch mal weg. Mann. Stand thy ground. Die Bobbys. Nur im Weg rennen so rum. Ja, London ist nett. Aber ich glaube, wir sind hier bald auch schon wieder durch. Das geht recht flott. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier so gut durchkommen. Aber ich sag ja, ein Hoch auf den Käfig. Diesen Käfig aus Eis.
Der ist einfach sehr, sehr mächtig. Wenn nicht schon zu mächtig, weil der Gegner ist komplett handlungsunfähig. Hello? Herzschild? Nö, brauchen wir alles nicht. Hier, Plasmabeutel. Aber erstmal Weg des Abgrunds. Mal 3 Stück. Okay. Good day. Tschüss. Sehr gut. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Das reicht. Mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich hoffe, die gehen ein bisschen sparsam um mit dem Blut. Oh ne, ist falsch wieder. Gehen wir aber immer falsch am Anfang. Da ist man aber auch so an Prag und Wien und hast du nicht gesehen gewöhnt und auf einmal ist man in London und alles neu, aber irgendwie auch sehr, sehr klein bebaut. Ist halt Englisch, ist modern, ne? Eng und schief ist modern. Überall stehen Satanisten und Polizisten im Weg rum. Unglaublich. Und ein paar Fußgänger, die einfach so mir nichts, dir nichts, mitten in der Nacht auf der Straße rumrennen. Keiner weiß warum. Aber sie tun's. Gut, dann gehen wir mal in den Tower. Ich bin schon gespannt, ob wir da vielleicht die olle Lucretia finden und ihr Herz zerstören können. Wahrscheinlich kommt sie auch nochmal. Wenn ich wissen, was für ein schwarzes, verrottetes Ding das ist, ihr Herz. Wow, the Tower of London. This place has gone downhill. I guess old Anne Boleyn ain't got much of an head for housekeeping. A great evil has been done in this place. The walls cry out in a silent scream. I feel the presence of the dead. Let us hurry. I have no wish to meet the wraiths that walk this bloody tower. Hat er echt bloody gesagt? Das ist doch ein Schimpfwort aus der Neuzeit. Ein Spinnenkokon. Okay. Ganz viele kleine Spinnen. To the abyss. Oha. To the abyss. Ich stelle mich mal lieber auf eine Zahl. Okay, ich kann wirklich von so einer Spinne Blut abzapfen. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. I do withdraw. Follow my lead. Withdraw dir gar nicht. Du withdrawst dir gar nichts, Christoph. Diese kleine Spinne. So. Sieht immer aus, wie als wäre es was zum Aufheben, oder? Okay. Ah, da rennt eine. Kleines Spinnchen. Ja, da kommt man auch direkt mal Bock in den Tower of London einzusteigen, wenn man hier sowas sieht. Ich dachte, man kann ihn direkt ein Eisen erledigen, den Kokon. Geht leider scheinbar nicht. Oh. Willi, wenn es geht, bitte nicht die kleinen Spinnen rüsten. Das ist viel zu viel Aufwand für sowas. Alles gut. Jetzt auf einmal gibt es den ganzen Kram hier umsonst, oder wie?
Okay. Wie versagt bei der Disziplin Feuerball? Warum willst du überhaupt einen Feuerball auf so eine kleine Spinne werfen, bitte? Ehrfurcht. Okay. Ich meine, du kannst natürlich alle kleine Spinnen in Ehrfurcht für die erstarren lassen. Ich frage mich nur, was der Sinn dabei ist. Ich habe schon wieder ihr ganzes Blut gesoffen. Seht ihr mal, ich teile das denen zu und die saufen es einfach weg. Habe ich denn überhaupt noch... Oh. Falsches Gerät. Okay. Ich gebe es mal lieber Lilly. Ich glaube, die hat nicht so viel aus. Hm. Ja, da brauche ich aber ganz viele Pfähle und das ist immer doof. Nee, nee, ich mache das lieber ohne. Schusswaffen sind immer ein bisschen schwierig. Ich habe schon mal erzählt, dass ich nicht gerade sehr viel Liebe übrig habe für die Dinger. Oh ja. Hörst du die Spinne, Lilly? Oh Mann. Ich kann sie noch mit den kleinen Spinnchen ihr Blut saugen. Das ist so. Erstmal haben Spinnen kein Blut. Und. Naja, egal. Ich kann's. Wie gesagt, ich find's ein bisschen seltsam, hier Blut zu saugen von irgendwelchen arachnoiden Lebensformen. Ich will die jetzt schon gar nicht mehr als Spinnen bezeichnen, dafür sind sie einfach viel zu groß. So, wo war ich denn jetzt noch nicht hier unten im Erdgeschoss? Weil es geht ja schon wieder hoch, offensichtlich. Rauf, die Treppe rauf. Da war der Eingang. Obviously. Och ja, da liegen einfach noch Maschinengewehre im Tower. Warum auch nicht? Hat's einfach mal so ein paar Maschinengewehre hier rumliegen. Passiert. Kann man mal vergessen. In irgendwelchen Kisten. So. Da geht's hoch ins erste Stockwerk. Oder ins zweite, beziehungsweise. Zu die Viecher, ne? Das sind einfach nur krasse Riesenspinnen, aber die hauen echt zu. Was denn? Feuer? Oder. Oh, Gegengift. Okay. Sieht das alles ein bisschen moderner aus jetzt, deswegen erkennt man es nicht mehr auf Anhieb. Oh, ein Buch. Buch der Stärke. Kann ich nicht nutzen. Ja, das ist doch das Standard. So, die Standardkräfte sind das doch, oder nicht? Die jeder Vampir hat. Ja. Wow. Einfach mal zerschrabbelt. Das war wieder ein Helm. Oh nein. Oha. Nimm jetzt ernst.
Na komm. Ja, ich sehe schon, die haben ja schon zu kämpfen, meine Leute. I'm starving. Give me blood. Oh, Lilly, du hast Glück. Du kriegst ein Motorrad. Nein, Pink kriegt einen Motorradhelm. Was hat denn der Helm? 10-10. Ja, 10-10. Ich glaube, ich gebe dir nicht irgendwie wieder so eine infizierte Kacke jetzt zu trinken. Das wäre nämlich ein bisschen blöde. Alles klar. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für den Part. Soll mal wieder reichen. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Werde hier noch ein bisschen rumräumen. Vielleicht nochmal in die Unterkunft. Ach nee, das ist nicht notwendig. Ja. Danke fürs Bewerten und wir sehen uns wieder zu Vampire. Bis zum nächsten Mal.